Du zockst Need for Speed oder The Crew oder Forza oder Gran Turismo oder GTA ist auch drin, ne? GTA ist auch drin, Junge. Oder es ist einfach ein korrekten Discord mit korrekten Leuten, wo du ein bisschen nice talken kannst oder dich über Gott und die Welt unterhalten kannst, dann komm doch gerne hier rein, ne? Guck mal hier, da, in den Discord, Junge. Da kannst du reinkommen, ja? 20.000 Mitglieder, der niceste Racing-Discord auf diesem Planeten in Deutsch. Link ist in der Videobeschreibung, komm gerne rein und ganz viel Spaß mit dem Video. Willkommen zum neuen Forza Horizon 5 Video. Heute wollte ich mir mal ein Auto aus dem Carpack angucken. Im letzten Video haben wir uns schon alle Autos aus dem Carpack mal kurz angeguckt. Ne? Was kann man so machen? Ein bisschen rumgefahren, blablabla. Aber ein Auto würde ich mal richtig tunen, und zwar dieses Flipcar 2.0 Fast X. Blablabla. Ich finde übrigens geil, dass hier als Hersteller einfach Fast and the Furious drin steht. Richtig gut. Den kaufen wir uns auch mal neu. Und dann gucken wir mal, was damit so geht hier. Und ob man vielleicht sogar ein paar Autos umflippen kann. Steht schon perfekt hier in der Wüste. Ja, wie gesagt, angeguckt haben wir uns ihn ja schon in dem letzten Video. Deswegen will ich jetzt hier gar nicht so lange rumhampeln. Soll auch eher ein kurzes Video mal werden. Ich will mal gucken, was so geht. Guck mal, ich glaube, ich weiß auch, warum er so bescheuert fährt, ne? Das ist halt wie so ein Trike, ne? Kennt ihr die so umgebauten Motorräder? So wie so ein Dreirad so mäßig, ne? Ja, so fährt das, glaube ich, auch. Guck mal, die Reifen hinten ist so weit auseinander und vorne so eng. Ja, wir haben hier vier Reifen, blablabla. Einsteigen ist auch richtig geil bei dem hier. Geht nämlich so. Aber am besten finde ich die Nosspulle hinten genau zwischen dem Motor, einfach so in der Mitte, ne? Ja, so sieht das von drin aus. Ist nicht viel los. Die Schaltung ist sehr gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, ich will jetzt hier nicht so lange rumhappeln. Wir haben uns alles schon angeguckt. Die kam ja auch heute, kommt wahrscheinlich erst am selben Tag. Aber die Nosspulle hier hinten, Digga. Die ist schon mal richtig geil, ne? Schade, dass sie einfach weiß ist irgendwie. So, was können wir machen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich glaube, Motorswap ging nicht. Ne, geht nicht. Aber wir können Turbo reinsetzen oder Kompressor. Turbo wird aber wahrscheinlich mehr Leistung bringen, ne? Gucken wir mal. Was können wir denn hier machen? Also erstmal regulär haben wir 710 PS. Der wiegt aber 1,9 Tonnen fast. Der ist auch nicht so schnell, ne? Und hat auch, glaube ich, nur 3 Gänge oder was, ne? Deswegen würde ich sagen, wir hauen hier erstmal alles rein und dann können wir nochmal überlegen, ob Turbo oder Kompressor. Kompressor wäre mir eigentlich schon lieber, ne? So, Hubraum geht von 7, ja, fast 7 Liter auf, oha, der, okay, 8,2 Liter. Jetzt haben wir schon mal 850 PS. Jetzt noch die Frage, ja, die Ansicht hier, ne? Beste Leben. Ja, was machen wir? Wir nehmen erstmal einen Turbo und gucken, was damit so geht. So, insgesamt wäre 1350 PS, 1900 Newton fast, ja moin. So, bei Kompressor, ja komm, das ist ja echt fast dasselbe, ne? Ist jetzt ein bisschen schlechter Kompressor, ist ja immer so, aber dann würde ich doch den nehmen, dann scheiß drauf, ne? Turbo passt nicht so gut, ey. So, Bremsen geht auch nicht. Alter, wir können sogar abspecken bei dem, das ist ja krass. Das ist gut, Junge. 200 Kilo... Ja, ist nicht ganz so viel, aber das nehmen wir auf jeden Fall mit, ne? Tiefer legen können wir auch noch. Können sogar hochlegen. Ey, die Ansicht ist aber hier eine Katastrophe in dem Haus, ne? 2,4 cm geht ja noch nach unten. Nice. Dann kratzt er gleich wirklich auf dem Boden. Kann man noch auch Schneeschieber benutzen. So, hier nehmen wir noch die Kupplung mit. Ja, Getriebe wäre schon mal richtig geil. Da nehmen wir auf jeden Fall aber auch ein Renngetriebe hier. 7-Gang reicht, ne? Ich würde 7-Gang nehmen. Carbonwelle spart 11 Kilo. Boah. Das ist schon mal krass. Wir könnten auch ein Allrad nehmen, aber ich würde es erstmal so gerne probieren, ne? Wir hauen auf jeden Fall mal da Slicks rein. Und dann machen wir mal aus 15 Zoll. Ja gut, das sieht schon ein bisschen bekloppt aus, ne? Aber egal, das ist ja hier ein Tuning-Video, scheiß drauf. Nehmen wir jetzt trotzdem. Hinten geht fast gar nichts mehr. So, aber warte mal, Felgen könnte man auch noch machen, ne? Boah, krass. Ja, gut, das wird nur noch bekloppter aussehen, ne? Aber ich guck mal eben. Guck mal, wie wäre es denn damit? Dann würde das nicht ganz so bekloppt aussehen. Oder? Oder warte mal, noch ein Tiefbett vielleicht? Ja, so, die hat... Ach, die hat die Ansicht, ne? Die hatte ich noch gedacht. Es gibt... Ich weiß nicht ganz genau, aber irgendwie gibt es, glaube ich, nicht alle Felgen hier. Also ich hätte die jetzt noch genommen. Wenn man die dann schwarz macht, sieht es nicht ganz so bekloppt aus, ne? Komm, die nehmen wir mal. Spart sogar nochmal 20 Kilo. So, zack, 1700 Kilo, bisschen weniger, aber dafür haben wir jetzt fast doppelt so viel Leistung. Das reicht auf jeden Fall, würde ich sagen. Okay, was können wir dem Eumel für eine Farbe machen? Ich würde es ja irgendwie gerne so lassen, ne? Oder vielleicht so ein Silber-Chrom-Ding, keine Ahnung. So sieht der Bums jetzt aus. Lass mal den hier. Original ist natürlich immer am besten, aber der muss ja irgendwas, den muss ich ja hier machen, ne? So,
Voll geil, dieser Stein da, ne? Ich war ja auch irgendwie nie. Ja, wenn wir jetzt hier rausfahren, ist die Karre wieder dreckig. Deswegen spawn ich mal irgendwo anders hin. Ah, passt doch, Digga. Passt doch. Sound ist da. Das Lustige ist, habt ihr jetzt hier gar nicht gesehen, aber genau unter dem Sitz quasi, hinter dem Sitz, so ist schon, kannst du einfach den Boden sehen, ne? Ist richtig krass. Konnte man im anderen Video davor sehen. Ah ja, aber falls ihr andere Videos gar nicht gesehen habt, hier, guck mal, die Lenkung. Die ist richtig geil. Aber wir haben die Allradlenkung kaputt gemacht, Leute. Ja, scheiße, ey. Ja, war schon irgendwie klar, ne? Also, jetzt lenken natürlich vorne alle vier Reifen. Aber normalerweise lenkt das hinten auch noch mit, ne? Ja, mal gucken, wie das jetzt so fährt hier. Ach, du Scheiße. Geht schon gut los. Du kannst es gar nicht langsam fahren, das geht überhaupt nicht. Alter, selbst im vierten Gang. Ja, moin. Oh, Gottes Willen. Ach du Scheiße! Ich hätte gar keinen Grip mehr jetzt. Uah. Uah. Jo, das ist ja ganz komisch. Ja, ist auch wie so ein wer ist das? Dreirad. Kennt ihr? Ja, genau. Es gibt doch, als Kind hatte man doch auch immer so ein Dreirad, wo man vorne so treten konnte. Die sind doch auch immer so weggedriftet, ne? Ja, du darfst nur nicht lenken, dann geht das. Geht da eigentlich? Okay. Ich würde nochmal das Fahrwerk wieder ausbauen. Und dann können wir auch die Allradlenkung sehen. Und dann mal Allrad-Dings auch einbauen. Okay, jetzt sehe ich gerade, man braucht das Fahrwerk, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, mit Fahrwerk war auch, die konnte man das gleiche. Ich glaube, da war auch 5,6 und 15,6. Ja, dann brauchst du das Fahrwerk gar nicht. Dann kannst du auch so runterschrauben, okay. So, weil jetzt haben wir aber hier... Ja, siehst du, jetzt lenkt er nämlich hinten noch mit. Das könnte jetzt noch ein bisschen geiler in die Kurve fahren. Ist jetzt die Frage, ob das jetzt nur Optik hier ist oder... Aber eigentlich hat das in Vorseite schon immer einen Sinn. Aber bei dem Auto weiß ich jetzt nicht, ne? So, wir haben Allradantrieb, ne? Oh, der bricht da gar nicht aus. Oha. Ja, der ist auch direkt viel agiler, ne? Jo, der bricht gar nicht mehr aus. Hä? Oh, der ist aber auch nicht schnell, ne? Junge, der ist nicht schnell, der Wagen. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der würde mehr gehen. Oh. Das fährt sich ein bisschen schwammig, aber... Ja. Kommt nichts mehr, ne? Der macht nichts mehr. Junge, ich brauche jetzt den Nitro-Knopf, Alter. Der fehlt jetzt, Junge. 15, na, ja, 320 vielleicht, ne? Ja, verkackt schon. 320, sagen wir mal. Okay, das ist aber lame, Alter. Dafür, dass der so viel Power hat, ne? Ich meine, ja, der ist immer noch schwer und keine Ahnung, aber ich hätte gedacht, da geht mehr, ne? Aber guck mal, du kannst jetzt richtig durchlatschen hier und der dreht nicht weg, ne? Das geht alles noch. Ich würde ein bisschen mehr, würde ich aber hinten schon geben. Machen wir mal 70 hinten, so würde ich sagen. Aber der driftet gar nicht mehr weg jetzt, ey.
Krass. Ja, wahrscheinlich, wenn du so aus einer Engkurve kommst, ne, dann... Ich glaube selbst dann nicht, ey. Bremst aber auch irgendwie nicht, ne? Oh, warte mal, wir müssen ja noch mal gucken, ob er noch irgendwas mit flippen kann, ne? Wo ist denn hier, wo sind denn Leute, Alter? Wo ist Verkehr? So, Junge, dass hier auch kein Mensch ist, ne? Was ist los mit den Leuten, Junge? Hä? Hab keiner hier, Alter. Gibt's doch gar nicht. Okay, da ist einer. Weg. Toll! Super! Gibt's ja auch noch Leute, die das Spiel spielen, oder gibt's das nicht mehr? Gar keiner hier, Alter. Selbst hier ist keiner, Alter. Hä? Lol? Alles tot. Ich bin auf jeden Fall online, hat man ja gerade gesehen. Ja, komm, dann gehen wir einfach auf die Autobahn. Oh, warte mal, da hinten fährt einer. Komm, mal gucken, ob wir den wegflippen können, ne? Ja, warum ist er geghostet, Alter? Ist man jetzt hier immer geghostet, oder was? Mal gucken, ob ich da drunter setzen kann. Pause-Menü, ich krieg ein Herpes, Alter. Eine Ewigkeit später. Ja, so wird das nix, Junge. Ja, dann okay, mal gucken. Ich glaube nicht, dass es geht, ne, aber... Oh, nee, der hat voll die Hitbox vorne, Alter. Warte mal, vielleicht müssen wir von vorne reinfahren. Warte mal. Ah! Ah, guck mal, er geht aber ein bisschen drauf, ne? Oder meine ich das nur? Keine Ahnung. Nee, der hat voll die Hitbox, Alter. Schade, Junge. Hier, jetzt bei dem vielleicht, auf langsam. Ja, oh, nee, das wird nichts, Alter, ne? Nee, ach, schade. Ja, hab ich mir schon gedacht, aber es wäre jetzt so cool wie in GTA, ne? Das wäre geil gewesen, dass sie einfach so wegfliegen. Flup. Ja, dann ist es wieder zu viel GTA und zu wenig Forza, ne? Ja, schade aber, ne? Oder machen wir mal Fast and Furious Basis, ein schönes Nachtrennen hier, Junge. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Okay, am Start sind wir schon mal echt gut, Alter, Junge. Der Start war schon mal nicht schlecht hier. Oh! Ach, hier ist eine Kurve oder was? Ja, moin! Oh, ey. Der Profi, Junge. Junge, jetzt mal ohne Witz, ne? Wo ist denn meine Ideallinie? Ich weiß nie, wo ich hier langfahren muss, ey. Warte mal. So. Und. Da ist er wieder, ich wollte gerade sagen, ist schon wieder weg. Das war irgendwie ausgeschaltet, Junge. Ich habe das aber nicht umgestellt, ey. Keine Ahnung, warum das da einfach weg war. Ich brauche die, Junge. Ich weiß sonst nicht, wo ich langfahre, Alter. Und sehe ich nicht, wo ich hin muss, ey. Vor allem das Tor sah jetzt auch irgendwie so aus, als sollte man geradeaus fahren. Und auf die Map gucke ich einfach nie, ey. Das ist auch da so mäßig der einzige Grund, warum ich die Ideallinie mal haben will, hier. Ja, also die Beschleunigung ist ja gut, ne? Ich weiß aber jetzt gar nicht, welche Klasse war denn der Wagen überhaupt. Ist das S1 oder S2? Müssen wir mal am Ende gleich gucken. Kann sein mit Allrad, dass wir da S2 sind oder so. Aber die Endgeschwindigkeit ist halt jetzt nicht so berauschend, ne? Auch für ein S1-Auto jetzt nicht so... Brüllermäßig. Aber ich glaube, das war auch das langsamste Auto von allen aus dem Carpack, ne? Oder war da noch einer? Weiß gar nicht. War da noch einer langsamer? Ja, so richtig krass vorbeilatschen an denen mache ich jetzt auch nicht, ne? Also so schnell ist die Beschleunigung dann auch wieder nicht. Schade, ne? Wenn man die jetzt mal so wegflippen könnte. Wäre das alles ein bisschen einfacher hier. Boah. Boah. Gottes Willen. Ich sag, wie es ist, ne? Aus dem Carpack hat mir am besten, glaube ich, gefallen der Red Eye und der Impala, Alter. Die waren irgendwie richtig geil. Ja, und natürlich Doms Charger, ist klar. So, guck mal. Jetzt haben wir nämlich eigentlich verkackt. Jetzt überholen wir zwar gerade kurz, aber ich wette, gleich kommen hier einfach so alle vorbeigezogen, ne? Ja, wobei, da hinten ist schon die Ausfahrt, ne? Ja, guck, rechts kommt schon einer. Aber der fährt eigentlich ganz okay, ne? Für so ein Dreirad-Ding kann man das mal machen. Aber 9 Euro ist auch wieder viel Geld für das ganze Ding, ne? Weiß ich nicht.
Muss jeder selber entscheiden. Jetzt gucken wir nochmal eben schnell, was das für eine Klasse war hier. Das ist noch S1. Ja, für S1 würde ich schon wieder sagen, ist eigentlich ganz geil. Aber ich glaube, ohne Allradantrieb hatten wir mehr von der Stufe, ne? War das nicht irgendwie 93 oder so? Ja, keine Ahnung. Ja, für S1 ist eigentlich ganz nice. Muss halt irgendwie gucken, ein bisschen sinnvoller baust, ne? Nicht so große Felgen, dass du da noch ein bisschen Gewicht sparst, bla bla bla, ne? Aber das war es auf jeden Fall mit dem Video hier. Kurz, knapp. Gibt ja auch nicht viel zu zeigen und zu machen. Das ist halt ein random Auto, ne? Wenn man jetzt da flippen könnte, Digga, dann würde ich dir den ganzen Tag damit rumfahren, ne? Das wäre doch mal geil. Aber was willst du machen? Macht's gut, haut rein, euer Zocker. Ciao, ciao.